Das Ganze ist eigentlich gestartet mit einem Korb voll Birnen von meiner Schwägerin, die in ein Sabbatjahr gegangen ist und gesagt hat, hier, das kannst du doch bestimmt verarbeiten. Dann habe ich also dieses Chutney entworfen und damit beginnt eigentlich die Geschichte von Selgmachts. Wir sind Selgmachts, wir sind Genusshandwerkerinnen aus dem Westallgäu. Mein Name ist Katja Will. Ich bin die Gründerin und die Geschäftsführerin von Selgmachts und wir stellen aus regionalen Zutaten Pestos, Chutneys und Kräuterlikör her. Wir sind am Anfang zu zweit gestartet, war also ganz kleiner Rahmen. Mittlerweile sind wir im Küchenteam zu fünft. Selgmachts funktioniert eigentlich auf vier Säulen. Das eine ist in Bioqualität, regional, saisonal, und eben alles unter dem Aspekt so nachhaltig wie möglich. Also Kräuter, Obst und Gemüse beziehen wir eben nur aus der Region. Da haben wir uns auch gute Partner gesucht. Der Gemüsehof Wetzel ist von unserer Küche hier knapp 10 Kilometer entfernt. Das heißt, wir haben ganz kurze Wege. Und da ist so, dass wir eben so eine Art Food Waste machen können beim Wetzel, weil wir eben Tomaten abnehmen können, die einfach vielleicht nicht verkaufbar sind. Für uns ist das egal, weil wir schneiden sie eh klein in Stückchen jetzt für unsere Tomaten-Pflaume-Chutney. Also wir nennen uns ja auch Genusshandwerkerinnen, weil der Genuss tatsächlich auch ein ganz wichtiges Kriterium ist. Aber neben dem, dass es schmeckt, muss es eben auch dem Körper dienen, dass er sich stärken kann und nicht, dass er quasi krank wird. Ich bin Heimatunternehmerin geworden, weil dieses Machen hat ja was unheimlich Ansteckendes und man sieht, es gibt einfach Wege und man muss vielleicht manchmal einen Weg so rumgehen, um dann quasi an das Ziel zu kommen, weil der Weg so rum einfach vielleicht nicht der zielführende ist.